Liebe Zuschauer, wir befinden uns hier im Jüdischen Museum des Martin-Gropius-Baus. Zurzeit läuft hier die Ausstellung Das kurze Leben der Jüdin Felice Schrangheim. Die Ausstellung ist noch einschließlich bis zum 27. August geöffnet. Frau Fischer, können Sie uns etwas erzählen, wie dieser, also in kurzen Zügen, wie die Felice Schrangheim gelebt hat? Ja, also die Felice wurde im März 1922 geboren. Sie hatte optimale Voraussetzungen. Ihre Eltern waren Zahnärzte. Sie hat eine geborgene und eher wohlhabende Kindheit verbracht, wurde allerdings früh vollweise, weil die Eltern 1930 bzw. 35 schon starben. Ihr großer Nachteil war, dass sie Jüdin war und ihre ganze Familie jüdisch war. Und nach 1933 verschlechterte sich natürlich die Lage der Familie und insbesondere dann nach 1935 musste Felice und ihre Schwester Irene mit einer sehr jungen Stiefmutter alleine mit den sich immer verschlechternden Verhältnissen für die Juden fertig werden, weil eben die Eltern schon gestorben waren. Felice hat allerdings bis zur sogenannten Reichskristallnacht, also bis zum 9. November 1938, die Schule besuchen können. Sie besuchte das Bismarck-Lyzeum, das heute Hildegard-Wegscheider Oberschule heißt und in Berlin-Grunewald ist. Das war eine relativ liberale Schule, allerdings war sie dann im November 1938 die letzte sogenannte Volljüdin in ihrer Klasse und sie konnte das Abitur nicht machen, musste aus der Schule ausscheiden und das war für sie ein sehr schwerer Schlag, denn sie war äußerst ehrgeizig. Sie war ja die Nichte des bekannten deutschen jüdischen Schriftstellers Leon Feuchtwanger und ihr großer Traum war, Journalistin oder auch Schriftstellerin zu werden wie er. Und jetzt war plötzlich ihre Schulbildung abgeschnitten und ja, sie musste dann mehr oder weniger untätig die nächsten Jahre in Berlin verleben. Diese Geschichte dieser verhinderten Emigration von Felice ist auch eine Geschichte einer Berliner Jüdin, die ihre Stadt Berlin über alles geliebt hat und die auch nicht alles wirklich unversucht gelassen hat, um rechtzeitig das Land zu verlassen. Vielleicht war sie sich auch der ganz großen Gefahr, in der sie sich befand, nicht bewusst. Und als sie es wusste, war es ja dann auch zu spät. Also ihre Großmutter ist im Sommer 1942 nach Theresienstadt deportiert worden und kurze Zeit auch darauf gestorben. Und im Herbst 1942 hat auch Felice den Deportationsbescheid bekommen und sie ist aber ihrer Großmutter eben nicht in den Tod gefolgt, sondern hat den gelben Stern, den sie ja tragen musste, von ihrem Mantel getrennt und ist untergetaucht und hat von da an bei verschiedenen Freundinnen und Freunden versteckt gelebt. Und dann hat sie ja die Lili Wust kennengelernt, bei der sie zwischen April 1943 bis zum 21. August 1944 leben konnte. Und am 21. August wurde sie ja von der Gestapo abgeholt, kam dann zuerst ins Sammellager in Berlin, dann nach Theresienstadt und danach in das Lager, in das Arbeitslager Großrosen. Das ist ein Lager bei Breslau und von dort ist sie nicht zurückgekehrt.